sind wieder aufgeheilt. Ich denke, ich kann es riskieren und ich werde mir zu der Insel rüber machen. Und es wird uns zumindest dem nächsten Level ab näher bringen. Und wenn ich da verschlossene Truhen finden sollte, dann muss ich die halt auf meine Liste draufsetzen. Und dann beim nächsten Level aböffnen. So, und da hinten, da sieht man auch schon einen Wrack. Das sieht man deswegen so gut, weil ich die Sichtweite so weit einstellen konnte. Ach, wir müssen jetzt los. Na da, schau her, wen haben wir denn da? Okay. Das dürfte dann die Quest mit dem Schiff sein. Wenn man zu weit rausschwimmt, ich weiß nicht, ob das in dem Belayamut auch so ist, aber bei das Land, wenn man hier zu weit rausgeschwommen ist, ist man von einem Seemonster gefressen worden, glaube ich. Da hinten ist übrigens auch ein Strand, den sollten wir uns bei Gelegenheit mal angucken. Könnte da theoretisch die Rhone sein? Ich will es nicht ausschließen. Wir gucken mal gleich da drüben hin. Weil ich schätze mal, bei diesem Wrack müsste diese eine Truhe sein, die der Wirt von der Hafen sucht. Okay, schauen wir erstmal auf Deck, wenn man da rauf kann. Boah, macht das Wasser an Kraft, aber eigentlich ist es richtig, also passt schon so. Fisch, 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 Fisch. Fisch. Wann noch mehr Fische? Weil. Ich hätte gerne den Ball. Gut. Dann sind wir zumindest. Oh, Gold. Ein ganzes Goldstück. Cool. Dann sind wir zumindest nicht umsonst hergekommen. Das könnte jetzt eine Dummheit sein. Jetzt erstmal atmen. Ich speichere hier, weil ich ins Tauchen immer gewohnt. Das Wrack drumherum tauchen. Ich muss wieder hoch. Solange die Blasen hochgehen, die haben sich, glaube ich, nach Luft, oder? Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Puh, das war knapp. Das hätte nicht lang dauern dürfen. Jetzt muss ich mal in den Bauch des Schiffs rein. Ne, noch ein bisschen Luft holen. Und jetzt. Mal gucken, ob da was ist. Ein Fisch zumindest mal.
Vielleicht bin ich in einem falschen Verlauf. Da müssten noch irgendwo Planken im Wasser liegen. Vielleicht muss ich eher dahin. Also ich habe jetzt hier nichts gesehen. Da war ich offensichtlich falsch. Mal da anlangen. Dann gucken wir mal, ob ich zu dem Typen hochkomme. Hilfe! Wer bist du denn? Treibt dich die Schatzsuche hierher? Von wegen. Mein Name ist Brachim aus der Stadt Torinis. Ich bin schiffbrüchig. Unser Boot ist da draußen beim kleinsten Wellengang einfach auseinandergebrochen. Ich glaube, ich bin der einzige Überlebende. Bist du mit Gravis unter Schiff gewesen? Ich bin Velaya. Dann bist du also auf dem selbstgezimmerten Schiff gewesen? Ja, muss für die Leute ziemlich blöd ausgesehen haben. Nageln sich ein Boot zusammen, das keine Seemeile übersteht. Die haben sich an Kai sicher halb totgelacht. Nur geholfen hat keiner von diesen netten Nachbarn. Ich sag dir was, wenn ich von diesem Eiland runterkomme, wandere ich aus. Ach, hatte ich ja sowieso vor. Toller Plan. Kannst du nicht schwimmen? Kannst du nicht schwimmen? Mann, ich hasse Wasser. Ich kann mich nicht mal waschen, ohne einen Anfall zu bekommen. Und da wohnst du in einer Hafenstadt? Na klar, da kann ich jeden Tag dem Wasser die Zunge herausstrecken und Ätsch sagen. Und was machst du, wenn es regnet? Aus dem Fenster meines Hauses sehen, diesmal den gestreckten Mittelfinger zeigen und nochmal Ätsch sagen. Klingt kindisch. Irgendwie schön. Wenn du seit etlichen Tagen hier hocken würdest, würdest du genau solchen Mist erzählen. Mann, ich stehe kurz vor einem hysterischen Anfall. Ich merk's. Hast du nicht versucht, wieder zurückzupaddeln? Aber du hättest doch auf ein paar Planken bis zur Stadt zurückpaddeln können. Besser als verhungern. Die Insel hier ist ja nicht mal die erste Station meiner Odyssee. Kennst du die Insel im Norden? Eigentlich nur ein zu groß geratener Stein, der im Wasser liegt. Da bin ich nach dem Auseinanderbrechen des Schiffs angespült worden. Und dann habe ich mich auf eine Planke gesetzt und bin losgepaddelt. Hat nur nichts genützt. Die Strömung hat mich auf diese beknackte Insel getrieben. Als ich am nächsten Morgen aufwache, glotzt mir als erstes ein Varan direkt in die Pupille. Und nachdem ich mich oben auf die Felsen gerettet hatte, konnte ich direkt zusehen, wie die Flut mein Rettungsboot klaut. Mann, ich habe nicht mal ein Messer. Wovon hast du gelebt? Wovon hast du dich die ganze Zeit ernährt? Hier wachsen ein paar Beeren. Da hinten gibt es eine kleine Süßwasserquelle. Und ein paar Schildkröteneier habe ich auch ausgebuddelt. Dabei konnte ich mir nicht mal ein Feuer machen, um sie zu garen. Glaub mir, meine Verdauung spielt echt verrückt. Also ich muss mindestens 5-mal am Tag... Das will ich gar nicht wissen. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Ja, genau. Soll ich dir ein paar Planken besorgen? Soll ich dir ein paar Planken besorgen, auf denen du die Überfahrt nach Korinis wagen kannst? Nee, jetzt wo du da bist, sehe ich die Zukunft wieder positiv. Wenn du hierher geschwommen bist, schwimmst du ja auch wieder zurück. Da kannst du mir auch jemanden mit einem Boot vorbeischicken. Planken sind mir zu unsicher. Jetzt wirst du aber anspruchsvoll. Wer so blöd ist, auf einem selbstgebastelten Schiff das Festland erreichen zu wollen, der hat nur Planken verdient. Hey, das ist ungerecht. Wir mögen zwar vom Schiffbau keine Ahnung gehabt haben, aber unsere Motivation war nicht Blödheit, sondern Angst vor den Orks und was da sonst noch vor der Stadt lauerte. Wir wollten lieber ersaufen, als in einem Orktopf enden. Nun reiß dich mal zusammen. Entweder du akzeptierst meine Planken, oder du kannst hier verschimmeln. Sind das da nicht Regenwolken am Himmel? Warte, ich kann dich bezahlen. Ach ja, womit denn? Mit Strandsand? Mit einer alten Schatzkarte. Wo hast du die Karte? Und wo soll diese Karte sein? Hast du sie im Schuh oder auf deinem Rücken tätowiert? Deinen Spott kannst du dir sparen. Die Karte ist gut versteckt in meinem Haus. Mein Haus ist das neben Cardiffs Kneipe. Wenn mal jemand meine Hütte besetzt und die Karte findet, vielleicht begibt er sich in ein spannendes Abenteuer. Warum hast du die Karte nicht zu Geld gemacht? Wenn die Karte so wertvoll ist, warum hast du sie nicht vor der Überfahrt zum Verkauf angeboten?
hab ich doch. Doch keiner von diesen Ignoranten wollte mir überhaupt zuhören. Die dachten alle, eben weil ich weg will, wäre die Karte gefälscht. Verbürgst du dich für die Echtheit? Und du kannst dich für die Echtheit der Karte verbürgen? Naja, verstehst du, meine Karte ist eigentlich nur eine genaue Kopie einer alten Schatzkarte. Die alte Karte selbst habe ich wieder verkauft. Ob der Käufer sich allerdings auf Schatzsuche begeben hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht kommst du ihm ja zuvor. Warum hast du nicht selbst nach dem Schatz gesucht? Mann, ich bin Kartograf. Sehe ich aus wie ein Abenteurer? Ich kann ja nicht mal richtig fluchen. Karte besorge ich dir jemanden, der dich mit einem Boot von diesen Felsen schafft. Bleibt bloß die Frage der Bezahlung für den Bootsbesitzer. Mir egal, versprich ihm das Blaue vom Himmel. Hauptsache, er kommt. Damit wir uns nicht falsch verstehen, du bezahlst am Ende. Ja, ja, da lasse ich mir schon etwas einfallen. Ich komme wieder. Und jetzt futter weiter Muscheln, viel Spaß. So, mal gucken, ob ich von hier oben was sehe mit dem Bogen. Zwei Marane. Mal gucken, ob ich den erwisch. Fünf Scheine, Pfeile verballert und nichts erreicht. Ich speichere mal, falls das jetzt eine blöde Idee ist, was ich da nur habe. Okay, das war eine blöde Idee. Das war auch anders gemeint. Das muss ich dann wohl mal von hier aus versuchen. Ja, das sieht besser aus. Ich glaube, das ist eine gute Position. Da kommen die, wahrscheinlich nicht rauf. Die müsste doch treffen von hier aus, das gibt's doch nicht. Ah ja, jetzt komm her. Okay, das war mal ein Erfolgserlebnis. Ich speichere jetzt mal, ich habe eine unbegrenzte Pfeile. Den müsste ich aber früher oder später treffen. Ah, jetzt. Und deswegen habe ich erstmal Bogenschießen vorhin gelevelt, damit das hier überhaupt Sinn macht. Jetzt wird es dann ein bisschen komplizierter. Deine Fragen gehören mir. Was kosten die denn eigentlich? 15? Lurker. Ich habe es mit Lurkern zu tun. Dann wollen wir mal schauen, ob wir von da oben aus. Müsste eigentlich gehen. Sogar gleich beim ersten Schuss. Und gleich zwei geholt. Jawohl. Sehr leichter, als ich befürchtet habe. Und dann gucken wir mal, ob ich auf die Distanz den Lurker erwische.